So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal ein Re-Upload von mir. Und zwar geht es um die FL Studio Basics, ja. Also mit diesem Programm kann man, wie man hier schon sieht, Musik erstellen. Hier auch verschiedene Töne im Browser. Und ich zeige erstmal die wichtigsten Dinge hier in diesem Programm. Also wie wir hier schon sehen, einmal den Browser. Und als erstes sollte, wenn ihr das startet, das FL Studio so aussehen. Ich setze mal eben die Einstellungen zurück, dann könnt ihr das mal sehen. So, dazu müsst ihr einfach, wenn ihr was falsch gemacht habt oder was umgestellt habt, einfach in den Image-Line-Ordner gehen. Dann wählt ihr FL Studio, unten wählt ihr den Ordner Advanced und wählt dann Reset Settings. Bestätigt das noch mit Ja. Und jetzt werden die FL Studio Settings resettet bzw. zurückgesetzt. Und jetzt haben wir hier auch die Einstellungen, wie es ist, wenn man FL Studio das erste Mal startet. Also hier diesen Step-Sequencer, was voll ist und so weiter. Was dann hier auch mit diesem Preview, also mit diesem Song als Vorschau versehen ist. Wer das weghaben will, geht einfach auf File New und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt mal die wichtigsten Dinge, also hier, wie schon gesagt, den Browser. Und hier den Step Sequencer mit den ganzen Kicks und so weiter, wo wir dann unsere Beats, sage ich mal, machen können. Also es ist jetzt nicht nur auf Hip-Hop bezogen, sondern auf jegliche Musikrichtungen, die man hier erstellen kann. Ja, wie gesagt, man kann mit diesem Programm Musik machen und dann gibt es auf jeden Fall noch das Piano Roll, beziehungsweise das Piano, mit dem man dann die Mellos erstellen kann, also Melodien. Man erstellt sich da erstmal eine. Ich mache jetzt hier mal eine ganz schnelle im Piano Roll. Einfach Rechtsklick hier auf den Channel und dann auf Piano Roll. Maximiere mir das Ganze hier noch. Und mache jetzt einfach mal eine Melodie. So, und zwar haben wir hier jetzt einfach nur mal alle meine Endchen gemacht als Beispiel. Das Ganze verwenden wir dann im Step Sequencer hier als eine Melodie und können da jetzt zum Beispiel unsere Kicks reinsetzen. Ist wirklich kinderleicht, dieses Programm. Man braucht eigentlich nur den Step Sequencer und die Playlist. Hier, und zwar ist das ganz wichtig, man kann einen ganzen Song nicht hier im Step Sequencer machen. Ist ein bisschen blöd. Und zwar sagen wir mal, wir brauchen, es ist jetzt ein Baustein. Man baut sich das immer als Bausteine auf. Zum Beispiel die Kick und die Melodie, beziehungsweise alle meine Endchen und die paar Kicks hier sind jetzt, ist jetzt ein Baustein. Da stellen wir hier oben zwischen dem Tempo, neben dem Tempo rechts auf Pattern 1. Jetzt kommt Baustein 2. Dann nehmen wir also neun Bausteine, dann sind die Channels hier auch leer. Und dann können wir hier zum Beispiel die Head setzen. Muss man eben gucken, wo die hin muss. So, hier in die Mitte. Und natürlich mit regelmäßigen Abständen dann immer. Und das ist jetzt Baustein 2. Dann kommt Baustein 3. Hier mit der Clap. Und dann können wir uns das hier in der Playlist mit diesem kleinen Button hier oben auch schön anordnen. Das Ganze mache ich jetzt mal groß. Und zwar haben wir hier unten eine bessere Ansicht. Ich finde diese Ansicht hier besser als die da oben. Und zwar war Pattern 1 die Melodie. Da machen wir einen Rechtsklick und gehen auf Rename. Wählen da Melodie. Weil ich finde es immer besser, wenn da statt Pattern 1, 2, 3, 4, 5 und so immer das steht, was man auch in dem Baustein, sage ich mal, hat. Ja, Baustein 2 ist dann die Head. Also wieder Rename und Hi-Hat. Und das letzte waren die Claps. Und ja, sagen wir das jetzt Techno, dann stellen wir das Ganze auf 150, weil jede Musikrichtung hat eine bestimmte Anzahl von Beats pro Minute. Und jetzt können wir hier unsere Pattern hinsetzen, also Melodie. Dann soll die Hi-Hat einsetzen, die setzen wir dann hier hin. Und dann kommt alles mit den Claps und der Hi-Hat noch. Dann stellen wir hier oben, wo dieses Leuchten hier ist, neben dem Play-Zeichen einfach mal auf Song. Und dann wird der ganze Song hier in der Playlist auch abgespielt. Und den kann man dann beliebig lang fortsetzen und so weiter. Und man kann auch beliebig viele Bausteine machen. Das geht da, glaube ich, bis ins Unendliche. Hier, wir sehen, man kann, ich habe jetzt hier bis, ja, ich gehe mal ganz hoch hier.
Also man kann über 999 Bausteine machen und ich habe noch niemanden gesehen, selbst nicht die Profis, die hier über 999 Pattern haben. Und ja, man kann dann natürlich auch die anderen Sounds, die man hier im Browser hat, auch da reinziehen. Man kann sich auch eigene Sounds im Browser machen. Ich nehme hier jetzt mal Batman von Cold Mirror. Und zwar ziehen wir das Ganze hier wieder in Step Sequencer. Einfach per Drag and Drop. Und setzen dann unsere Beats hier hin. Und dann hört sich das auch dann so an, wie wir das gesetzt haben. Natürlich muss man dann hier wieder auf Pattern stellen. Und dann kann man es auch abspielen. Ja, und man kann natürlich dann auch andere Sounds dahin machen. Und ja, man kann auch in den Browser eigene Sounds einfügen, das zeige ich jetzt mal. Das Ganze geht natürlich mit kostenloser Software und zwar nennt die sich Audacity oder Audacity. Da kann man einfach ganz einfach MP3s reintun. Und zwar, das sage ich jetzt schon mal im Voraus, braucht man zum Abspeichern eine DLL-Datei. Die nennt sich, ich muss auch mal kurz überlegen, ach so, ja, Lame Encode, die MP3, die DLL-Datei. Das googeln wir einfach, also lame unterstrich enc, also ENC für Encode, dot DLL. Das sehen wir hier auch schon. Dann googeln wir das einfach und gehen dann auf die Seite dll-files.com. Da kann man jede DLL-Datei runterladen, egal welche. Und dann klicken wir hier auf Click here to go oder was weiß ich, Click here to download. Downloaden diese Datei und verschieben die uns in einen Ordner. Und wenn wir jetzt hier was öffnen, ich nehme mal eben was auf. Hallo. So, und wenn wir das jetzt speichern, exportieren als WAV, das ist ganz wichtig, denn FL Studio arbeitet am besten mit dem Format WAV. Gehen wir hier auf Exportieren als WAV und dann wird jetzt nach der Datei gefragt. Bei mir nicht mehr, weil ich die schon hier zugeordnet habe. Dann geht ihr zum Beispiel auf Desktop und wählt die runtergeladene DLL-Datei runter, die ihr natürlich, wählt die dann aus, die ihr dann natürlich schon entpackt habt, die in einem ZIP-Archiv. Archiv runtergeladen wird. Ja, dann wählt ihr die Datei aus, benennt eure Datei. Ich nenne die jetzt einfach mal Hallo. Und dann nehmen wir diese Datei, kopieren die oder schneiden die gleich aus mit Steuerung X, wenn wir die nicht weiter brauchen auf dem Desktop. Gehen dann auf unser Laufwerk, wo das FL Studio installiert ist. Programme, Image Line, FL Studio, Data, Patches und Packs. Hier können wir uns eigene Packs erstellen. Wir sehen hier schon die vorinstallierten Dance und so weiter. Ich habe hier auch eigene gemacht, zum Beispiel ein Pack für meine Sounds, die ich selbst erstellt habe. Aber da mache ich jetzt mal eins selbst. Also rechtsklicken, neue Ordner und dann Test Sounds. Und dabei könnt ihr auch FL Studio offen lassen. Ich kann das mal eben zeigen. Guckt mal hier oben hin in diese Leiste. Da wird dann der Browser refreshed, also gerefreshed. Wenn wir die Datei jetzt einfügen, dann stand da eben Browser refreshed. Und wir haben dann hier auch schon unsere Datei, beziehungsweise unser Pack Test Sounds. Das können wir dann hier auch reinziehen und dann können wir beliebig lange Songs machen mit diesem Sound. Und ja, diese Software ist einfach wirklich sehr einfach zu bedienen und viele denken, dass es sehr schwer ist, weil die erstmal sehr kompliziert aussieht. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial helfen. Ich werde, wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, noch viel mehr Tutorials machen zu diesem Programm. Ein paar Tipps und Tricks hochladen, zum Beispiel wie man den Hintergrund ändert. Das geht über View, Background und Set Bit mit Wallpaper. Dann wählt ihr euer Bild aus. Ich nehme mal jetzt einfach hier so ein vorgefertigtes Bild. Hier das hier. Und dann habt ihr euren Hintergrund geändert. Ja, also das ist kinderleicht. Und ja, ladet euch das Programm runter. Es ist kostenpflichtig, aber es gibt da gewisse Quellen, die da was anderes versprechen. Ansonsten, wer das Programm braucht, meldet euch einfach. Ihr kriegt nur den Link. Ich sende euch das Programm nicht und ja, bis dann.